Hallo und herzlich willkommen zu einem Minecraft Random Projekt. Was geben wir dem Projekt einfach Namen? LE 2.0? Philipp? Ja? Was hältst du von LE? Was hältst du von LE 2.0? Willst du den so nennen, ja? Also Leipzig 2.0? Ja, auf jeden Fall, mach doch. Ich weiß zwar nicht, ob ich die Stadt Leipzig nachgebaut kriege, das wird arschlange dauern, aber okay. Nein, kriegst du nicht, also nee, weil wir echt Leipzig bauen, ja. Nee, das wird mir zu kompliziert, ich hab schon Uni-Riesen gebaut. Versucht, wird nicht. Scheiß Blocksystem hier. Na okay. Minecraft halt. Den Namen lassen wir uns noch einfallen. Da debattieren wir dann noch. Ja, echt der Zukunftsstadt. Minecraft Zukunft gibt's schon. Das Projekt. Minecraft Irrenanstalt, da fällt dir besser an. Ja, genau. Okay. Sehr gut. Da fangen wir mal an. Also. Ja, warte. Ja, wenn. Ja, nee, warte mal, nehmen wir anders. Anders. Hm. Anstalt. Es soll Anstalt heißen, okay. Mann. CH weg. Ja. Ne, das S weg. So. Okay, wie soll der Sieg heißen? Der Sieg. Irgendwas. Anstalt. Das ist ja das, wonach man sucht, ne? Nein. Nein, das, so wird die Welt aussehen. Naja, Anstalt ist ein gutes, ja. Mach mal eine Anstalt. Einfach eine Irrenanstalt. Na, dann gucken wir mal, was drauf kommt, ne? Ja. Wie gesagt, wir spielen mit. Umher. Ja, das wäre noch das Schlimmste. Das ist genauso wie der Sido. Ach so, Sido. Oh, das ist eine Welt, die so aussieht. Nein. Du, wenn ich jetzt zum Beispiel Hallo eingebe, zum Beispiel lande ich im Dschungel. Okay. Zum Beispiel. Ja. Kann ja nicht werden gerade, aber okay. Keine Rückmeldung ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Ja. Du machst das nicht. Okay. Also scheiße ist es gar nicht, oder? Das ist echt ein Fußball, weil hier landet drin. Oh Gott, ey. Was denkst du dir? Feuerwerk! Juhu! Zenogol ist auch auf der Welt. Leider ist Philipp noch nicht mit auf der Welt, aber der wird bald auch mal auf die Welt kommen. Stimmt, Philipp? Ja. Bin dabei. Aber was knallt da die ganze Zeit? Ist das Feuerwerk? Ja, wir haben hier Feuerwerke. Wenn wir Achievements machen, wie zum Beispiel, pass auf. Ich mach mein Ding auf, da gibt's ein Feuerwerk. Das sind unsere Achievements. Ja, geil. Und davon gibt's in dieser Welt echt einen Haufen. So. So kurz zum Zeichen. Ja. Achievements, hier, da hast du hier eine ganze Reihe. Und da, dort, hier. Hast genug Achievements. Ja. So. Also, wo bist du? Ich hab was für dich, Herr Baumfeld. Nein! Dass du eine Spinne bist, das wusste ich schon. Ich dachte jetzt auch, hier ist eine Spinne. Ja. Ja, das sind die Monster, das habt ihr ja letztens im Livestream gezeigt. Gleich mal auf Master hoch. Ja klar doch. Dann müssen wir wieder. Bist du voll oder was? Ja. Nee, das brauchen wir Geholz mehr fahren. Baby, sie hat's geschafft. Limo.
Lass uns aber gleich mal eine andere Gegend suchen, diese kann. Nehmen wir mal den ein bisschen hin. Wir können halt wieder ein Achievement und dann geht's wieder vorwärts. Ja, du hast Magnesium. Nein. Nein. Nee, stimmt das. Wir befinden uns in. Ja, wohin? Robben noch Norden? Nicht in die Eisbinde. Okay. Robben in Norden? Kann ich mal gucken. Morgen klingt gut. Jo. Irgendwo in der Nähe vom Wasser, würde ich sagen. So. Oder wo wir ein bisschen Wasser haben. Ja, nimm weiter, kannst du es finden. So. Nimm mal die Flüsse. An einem Fluss oder so. Ich hätte mir gedacht, wir bauen ans Meer. Oder so. Das ist auch geil. Ja, muss aber bedenken, die Folge geht ja nur etwa 20 Minuten. Sag mal so, so zwischen 20 und 25 Minuten, was jetzt einfach mal so, so random wie halt gerade ist. Und die meisten sind mal der ersten zwei Folgen erstmal nur mit Kuchen beschäftigt. Ja. Wo man hin will. Der Rohstoff, oder? Nein, Rohstoff nicht, das passiert dann nebenbei. Eher wo wir hin wollen, das ist die Frage. Weißt du? Ja. Guck mal, hier haben wir den altbekannten Mossy Stone, den wir im Stream versucht haben zu produzieren. Weißt du noch? Ja. Ich wollte jetzt mal sagen, das hat bei mir angefangen zu lecken. Also es hat so, es liegt so sehr, dass es gar nicht weiterläuft. Echt? Das kann ich dann machen. Ja. Scheiße. Ich gehe mal auf Einstellungen und dann gehe ich mal zurück. Bist du im WLAN drin oder bei deinem Handy? Ich bin im WLAN drin. Ja, das Spiel leckt gerade ein bisschen. Aber es ist kein Problem, ich kläre das schon. Mach einfach weiter. Zur Not lockst du dich nochmal ein und lockst dich wieder aus oder wie auch immer. Ich blicke mal auf Geschwindigkeit auf. Genau, ich mach das schon. Ja, du streamst ja auf eine ganz andere Art und Weise. Ja. Hm. Boah, hier sind Kunden dabei, am großen Meer, da kann ich nicht mehr, oder wie? Nee, anders. Wir sind auf dem Mittelmeer und haben zum Retten keine Mittel mehr. So. Ich muss aber ehrlich sagen, die Welt leckt gerade mächtig. Also das muss nicht gerade unbedingt heißen, dass es bei dir da gerade an einer Verbindung liegt. Das könnte auch bei mir am Computer liegen gerade. Ja, kann alles sein. Vielleicht kannst du ihn selber lassen. Könnte auch sein. Minecraft ist ein sehr extrem ressourcenfressendes Spiel, obwohl es bloß ein Blockspiel ist. Ja. Was ist ja das? Ich glaub nicht. Was? Dumbo. Jawolla, geilen Seed hast du hier gefunden. So, ich hab's mal beendet hier. Verbindungsfehler, ja. Ja, wie gesagt, wenn du wieder rein willst, 2947. Danke. Bitte. Du hast mich vor einmal kurz in der Pause geschickt, aber es ist nicht so schlimm. Ach, das war echt, sorry. Ja, ich bin so tragisch. Geht doch. Guck mal, du hast den Dschungel entdeckt mit deinem Sieg. Na cool. Ein Stein. Also, einen Dschungel zu finden in Minecraft ist echt selten. Genauso wie eine Wüste. Moment, ich mach mal ganz kurz hier drauf, dann da drauf, dann da drauf, dann ist es wieder raus aus meinem Bild. Ich kann das nämlich nicht hier brauchen, wenn die ganze Zeit mir nämlich unten der Tafleiste eingeblendet wird. Ja, die mache ich weg, aber irgendwie. Nein, das wurde durch das Programm ausgelöst. Ach so. Ich glaube, wir müssen das um den Dschungel nicht drehen, ne? Ja. Übt aber. Warte mal, ich muss mir erstmal kurz meine Axt da drin.
wird ihm so gleich nackt. Warum lässt sich denn dieser bescheuerte Bildschirm nicht drehen? Weiß ich nicht. Bescheuert. Ja, kann man nicht machen, aber. Du kannst erstmal mitfolgen, das ist erstmal das Wichtigste, oder? Genau. Ja. Ja, tut mir gefallen, wenn du schon ein Handy rumspielst, versuche bitte mal nicht meinen Spielverlauf zu stören. Mhm. Ich bin gerade nicht mehr leise. Da stellt sich einer die Frage, was hat denn der Spielverlauf mit dem Handy zu tun? Hä? Bitte bei? Ja, schon so, ne? Ich musste gerade drauf tippen, weil ich das Bild verändert habe, aber jetzt geht alles. Muss mir vorher Bescheid geben. Vor allen Dingen, ich habe eine blöde Scheißkette vielleicht vor der Zeitanzeige stehen. Was ist denn das für ein Scheiß hier? Wir sind jetzt schon insgesamt bei 11 Minuten. Genau. Die Zeit geht schnell. Die Zeit geht schnell runter. Weiter. Ja, das merken wir immer beim Stream. Beim Stream, das macht das. Hast du Lust, nachher noch eine Runde vor zu streamen? Nee, heute mal nicht, bitte. Gut. Ich wollte gerne, aber das Problem ist, ich muss mich langsam wieder ein bisschen an früher aufstehen gewöhnen, weil ich muss am Montag wieder arbeiten. Stimmt ja. In 2 Tagen. Ja, wir können gerne auch in der Woche streamen, aber das geht dann nicht mehr so spät. Ich muss mir dann schon ein bisschen früher dann anfangen, weißt du? Ja. Ich geh mal ein bisschen. Ich hab einen Aki-Block. Den hab ich schon gesehen, vorhin mit meiner. Okay. Dann cheat ich mir ein. Wir haben das drin wie mit. Ah, den hab ich dafür sehr gedacht. Wenn wir mal Lust haben drauf, dann können wir den mal betätigen. Nein. Gut. Wenn wir mal Lust auf Aki-Block haben, dann können wir uns den mal einer cheaten. Was hast du denn gelöscht? Oh, ich hab Haste auf meiner Hand. Guck mal, was ich hier hab. Ui. Das ist ja mal gut. Das erste Teil für das berühmte ME. Hat sie gefunden. Und meine Aktie ist wieder. Ja, Sekunde. Ich wollte eigentlich was anderes schnell tun, ganz schön. Das Wichtige, was? Ja, naja, es hängt ja. Scheiße. Wieso? Ja. Keine Ahnung, vorhin hat es funktioniert. Wenn es dann drauf ankommt, geht es natürlich wieder nicht. Ja gut, stimmt, Team Weaver oder wie das Ding heißt, ist nicht ganz dafür ausgelegt, hab's gerade gehört. Guck mal, ich kann vorhin sogar Porto spielen. Über den. Und jetzt kann ich mich nochmal zugucken. Ja, das ist irgendwie komisch, ne? Das ist richtig seltsam, dass manchmal dieses Programm. Manchmal läuft alles wunderbar. Und im nächsten Moment denkt sich das Spiel einfach nur, nö, fick dich, ich hab hier Bock. Genau. Das ist so nervig. Also wenn dir das Programm schon den Mittelfinger zeigt, aber dann richtig. Das zeigt mir schon. Was? Weißt du, wo ich noch festhänge? Ich hänge noch da fest, wo das Fahrrad ist. Ach du Scheiße. Mhm. Dann müssen wir das doch im Hintergrund über den Stream laufen lassen, so lange. Ein Scheiß drauf. Oder es gibt ja noch ein anderes Übertragungsprogramm, wie hieß denn das, Mensch? Discord? Nein, Discord ist das nicht. Ja, stimmt, ja. Das war auch so ein Fernsteuerungsprogramm wie TeamViewer. Ich hab nur gerade einen Namen nicht. Nein, ich log mich aus, okay? Ja. Ich log mich aus. Ich bin am Telefon und ich google das dann fertig machen. Jo, mach das. Dann googelst du derweile, wir werden ja dann sehen, wenn das heißt. Genau. Falls du nochmal rein willst, ist immer noch derselbe Code. Ja, okay, danke.
Wie gesagt, wenn du das Programm rausfindest, welches das ist, das kann ich jetzt nicht einrichten, ne? Nee, Quatsch, aber so viel später mal. Ja, ich könnte es schon, aber da müsste ich die Aufnahme stoppen. Nee. Ich bin froh, dass das jetzt so halbwegs gut läuft. Da ich ja anfangs erst Probleme gehabt habe, mit diesem Modpack. Wollte nicht ganz Chrome so. Chrome Remote. Was? Viele Apps Chrome Remote. Nee, Chrome. Unified Remote. Ja. Play Remote. Du musst mir gefallen. Ja. Ich rede ja so sehr. Wieso? Achso. Das gibt noch nicht. Ja, wir nehmen jetzt den letzten 5 Minuten jetzt noch einen Stream zu starten, ist aber Schwachsinn. Ja. Und da artet es O-Plus wieder aus. Will ich jetzt gerade noch reden, Mann. Also, ist noch ein Stream gestartet, ja? Ja, wenn es jetzt noch ein bisschen länger gegangen wäre und wir hätten sowieso mehr Aufnahmesessions gemacht, hätte ich einen Stream gestartet. Ja. Dass du zumindest zu gucken kannst und mitsprechen kannst. Na ja, gut, du kannst ja spätestens die Folge am Morgen anziehen und kannst ja deine Meinung dazu mal noch in die Kommentare zu geben. Genau. Also, was du so Fragen noch hast. Ich schaue mir sowieso an, genau. Ja, du hast ja auch das Pokémon-Video angeguckt. Also war schlecht, war echt gut. Hast du Sack wenigstens einen Daumen da gelassen? Das muss ich noch machen, nee. Ich vergesse nämlich mal über die Info. Das mache ich noch. Sauerei! Ja, allerdings. Ne, da hat kein Pokémon Go drauf, aber ich schwöre dir, wenn der hier ist, du, wir gehen auf jeden Fall Pokémon Go spielen. Da kann er reden, wie er will, das ist mir sowas von scheißegal. Er hat das nicht gesagt. Wenn er das Spiel schon gut findet, dann soll er mitspielen. Stimmt's? Genau, ich finde das Spiel gut. Na, viele sagen nur, du spielst auch den Scheiß, muss das sein? Ja, das verstehen die Leute nicht. Soll noch die Leute spielen, was sie wollen. Geil ist. Ich sage, oh, aber sollen sie sicher gehen? Jetzt sag ich meinen Arbeitgeber, genau. Weißt du? Oh, Pokémon Go, sag ich, du spielst auch diesen Dreck. Da hab ich mir gesagt, ja, da kommt man wenigstens raus mit Pokémon Go. Jetzt kann man auch ohne Pokémon. Und ich hab das Dreck. Ja, aber man hat wenigstens mal einen Grund rauszugehen. Das stimmt. Weil mit, wie war das gleich nochmal? Ohne Pokémon Go, der Weg zur Arbeit 1,5 Kilometer. Mit Pokémon Go 10 Kilometer. Der ist wahr. Mit Pokémon Go knallst du die Kilometer einfach nur so runter, das ist dir dann auch egal. Weißt du? Okay, wir haben, glaube ich, OP-Amo auch drin. Ich weiß nicht, jetzt nicht gerade ganz genau, aber ich werde es versuchen zu verhindern, das zu nutzen. Auch wenn ich die Möglichkeit hätte. Ist eigentlich schon total bescheuert, ne? Man hat eine relativ geile OP-Mod drin und spielt nutzt ihn nicht. Ist eigentlich schon bekloppt. Ja. Gut schon, ja. Naja, egal. Nur mit OP oder ohne OP, das ist nicht so richtig kacke. So. Die öffentliche Angels Cube nach London. Ich mich jetzt nochmal sinnlos einlogge, weil es und das dann wieder alles hängt, bleibt es einfach sein, oder? Guck mal die Folge dann lieber morgen an. Und ja. Dann überlege ich mir, ich habe mir gerade eine App runtergeladen, die musste ich auch mal runterladen, um dann mal zu gucken, ob das funktioniert. Ja, es kann auch sein, dass ich einfach nochmal meinen Computer hätte mal neu starten müssen. Ja. Ich habe das jetzt vor dem Beginn der Aufnahme einfach nicht gemacht. Das ist einfach da. Könnte aber auch sein. TeamViewer ist ja eigentlich dafür gemacht, wenn du jetzt ein Problem hast, dass ich da von meinem Handy aus auf den PC zugreifen kann und dir helfen. Ja. Und nicht direkt wirklich, um da zu streamen. Ich glaube, dafür ist das gar nicht gemacht. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Auch wenn es nicht dafür gedacht ist, aber man kann es so nutzen. Ja. Wenn
wenn es so gedacht wäre, dann könnte man bestimmt auch so eine Bildschirmsperre einfügen, dass ich nicht andauernd auf den Bildschirm komme. Ja, du kannst das irgendwie bei dir, du kannst den Display sperren, dass du da nicht versehentlich drauf kommst und trotzdem mitgucken kannst. Ah, okay. Aber wie das jetzt genau im Einzelnen funktioniert, weiß ich nicht. Das lässt sich rausfinden. Das ist nicht so, ich hab was für dich. Ja, oder das Aufhängen. Ja, was denn? So ein Spruch ist immer einladend. Das sind ja... Allerdings. Doch weniger. Ja. Philipp! Ja. Ja. Und dran, du gehst Wochenende wieder saufen, ne? Ich muss weniger saufen. Nee. Da hab ich gar nicht gesagt, du Trottel. Ich hab's nicht ganz verstanden. Ich hab gefragt und du gehst am Wochenende wieder saufen, oder? Nee. Also ich war gestern erst. Ich muss weniger saufen, das stimmt, das sage ich auch zu mir selber. Weil der Kater mich dann immer nervt. Ich bin immer hin und hab keinen Bock rauszugehen. Mhm. Aber das macht er nicht so lange, wie er streamen können. Mhm. Ich krieg das schon immer irgendwie hin, aber das Problem ist halt nur, wenn wir in der Woche dann streamen, ne, wenn ich arbeiten muss, muss mindestens der Stream vor 7 Uhr begonnen werden und muss spätestens 8 Uhr beendet werden wieder. Ja. Also du musst dich dann, wenn du unbedingt mit dem Portal weiter streamen möchtest, musst du dich zusammenraufen, dass du eher mal online gehst. Ne? Ist klar, mach mal. Weil bin ich halt eher online. Ich will spätestens, wenn es klappt, 22 Uhr, aller spätestens 23 Uhr im Bett verschwunden sein. Weil ich gut um 5 Uhr wieder aufstehen muss. Na, das stream ich halt wirklich 20 Uhr. Na, ich will da ja schon wieder Papst sein, 20 Uhr. Ich kann auch 18 Uhr. Ja, wir gehen mal 18 Uhr und hören 20 Uhr auf. Ja, das klingt gut. Beziehungsweise, ich mache das Essen abends so, dass es 18 Uhr fertig ist, dann essen wir noch schnell und dann gehen wir schnell danach live und spätestens 20 Uhr reicht immer drauf. Mhm. Und ich darf nicht so oft streamen. Wieso eigentlich nicht? Da gibt's so ein paar Assis von RTL. Ich nenne jetzt mal keine Namen, aber ich sag, ich weiß auch gar keine. Ne? Ja, der ehemalige Chef von RTL. Ja, es gehört dazu, ist mir jetzt egal. Der ehemalige Chef von RTL hat ein Gesetz gefunden, irgendwo vergraben in irgendeiner Kiste. So, dass jeder regelmäßige Sender irgendeine Gebühr bezahlen muss. Keine Ahnung jetzt wieso, weshalb, warum, aber Streamer, die relativ häufig. Rundfunklizenz. Ja, ist ja jetzt auch verrückt, ja. Regelmäßig live gehen, beziehungsweise die einen regelmäßigen Sendeplan haben, gelten als Rundfunkanbieter. Diese Folge braucht meine Rundfunklizenz und die ist arschteuer. Ja. Aber wir haben ja keinen Sendeplan direkt, oder? Wir streamen ja noch nach Lust und Laune. Ja, aber trotzdem, ich bin mindestens einmal am Tag live. Das kann man schon als regelmäßig sehen. Ja. Da kannst du den 100 mal sagen, dass es keine Regelmäßigkeit dahinter steht. Das ist den doch Ritter. Ja, da jammern die rum, ne? Ja. Obwohl YouTube gratis ist gratis dafür gemacht, für Leute, die streamen wollen und so. Ja, aber irgendein Bimbo-Kopf hat halt das Gesetz gefunden. Ja. Das lange schon keiner mehr beachtet hat und irgend so ein Affe findet. Irgendein Bimbo, ja. Bloß weil er denkt, er muss mal wieder einen Dicken raushängen lassen. Bloß weil er einen kleinen Minischwanz hat. Stimmt ja, oder weil keiner mehr seinen Sender guckt. Und der da was gegen YouTube hat. Der hat ja was an Geld, was denen geht. Entgeht. Ja. Das wird, glaube ich, eher der Punkt sein. Guck mal, Penny. Bin schon. Wir sind bei fast 25 Minuten. Wollen wir da 30 voll machen? Was? Ne, Bubi. Gut. Oder wollen wir hier mit gleich die zweite Folge hinten dran krachen? Das ist schon nicht so, ne? Ne, das wollen wir auch hier auch kurz. Mhm. Na, die erste war 15 Minuten, normalerweise 15 bis 20.
Also machen wir jetzt insgesamt 40 Minuten. Da haben wir noch 50 Minuten etwa. Und dann werden das zwei Folgen sein. Also ist die morgige und die danach folgende, wann sie kommt, weiß ich noch nicht, auch mit dem Kasten. Also keine OP, weißt du? Doch, aber ich war unter Wasser. Ach so. Okay. War ja nur Wahrheit. Du, ich bin das Cheat auch noch nicht. Nö, ich bin im Ofen oder was? Ich mach gerade das voll langweiligste aller Zeiten. Ich mach was zu fressen. Was machst du? Ich mach was zu fressen. Okay. Ich backe gerade gut Brot. Backe Brot. Das ist langweilig, oder? Ja, für die Zuschauer letztendlich ist es langweilig. Das ist eher unser dummes Gelaber im Hintergrund, was unsere Stimmung erhält. Stimmung. Ja. Bambulo und Randale. Den Rest des Textes spare ich mir. Sonst kann ich mir die Veröffentlichungslizenz vergessen. Habe ich keinen Bock drauf. Also kann ich TeamViewer schließen oder wie? Ja, kannst du schließen. Das lohnt sich jetzt, glaube ich, nicht, das nochmal. Nee. Verstorben. Ich glaube, wir haben uns zu viel bewegt. Und deshalb kommt das halt bei dir auf ein Lecken. Ja, aber. Warum geht es denn im Spiel nochmal? Ja, Minecraft ist eigentlich durch die ganzen Mods und so hat jemand, den ich kenne, schon das Wahre gesagt. Durch die ganzen Mods hier, die wir haben, so wie ME und so, da geht eigentlich das Wichtigste von Minecraft eigentlich komplett flöten. Ja, ist eigentlich schon so, aber. Das Wichtigste in Minecraft ist eigentlich kreativ bauen und erkunden und überleben. Genau. So. Und sich das alles zu erarbeiten, oder? Genau. Und wir haben so ein paar Kleinigkeiten von Sky Factory übernommen. Sag ich das, was ich jetzt sagte, mit den 7 haben wir hier auch drin. Ne? Hm. Ja, ich finde die Mods aber gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja, ich finde das eben eh nicht schlecht. Ja. Was es in echt geben soll. Ich setze mich dafür ein, dass ein Entwickler das ME entwickelt. Ich glaube mir, wenn wir das ME wirklich schaffen könnten, das wird auf alle Fälle seine Käufer finden. Was für ein ME jetzt? Ne? Was für ein ME? Ach so, wo du, was ich dir gezeigt habe, wo ich auf so ein Terminal geguckt habe und da war da alle möglichen Stoffe drin. Ach das, ja. Wo du einfach mal so dein ganzes Hab und Gut reinschmeißen kannst. Genau. No. Das wird auf alle Fälle seine Käufer finden. Das Problem ist nur, in aller Ehre, aber wie will man das umsetzen mit den ME? Wieso? Ja, wie willst du eine ganze Couch da in den Computer reinschieben? Und wie ja, willst, logisch ist es nicht. Und vor allem, wie willst du die wieder rausholen? Weißt du, wie ich meine? Stimmt halt auch. Wie holst du die Leute wieder raus, ne? Ja, das ist halt. Aber es ist halt. Du siehst das doch eh nicht, du siehst doch keine Animation, wie die dort reingequetscht wird. Nein. Ist dann halt einfach was drin. Nein, die Frage ist, wie kriegst du die allgemein da rein? Ich habe mir gedacht, dass ein Scanner das auf einer Festplatte speichert. In so einem Scanner und dann wird in den Scanner vernichtet. Auf Deutsch gesagt, und mit der Highspeed 3D-Drucker wieder neu erschaffen. Wenn du sie rausholst. Dachte ich aber auch gerade irgendwie an 3D-Drucker. So hat ich mir das wieder. Ich denke, ich hab was für dich. Du musst aber stehen bleiben. Jo, ich hab Sandwich hier gemacht. Bin ich nicht mehr. Sandwich. Ja, Philipp, du hast aber auch keinen Plan, was ich mache, ne? Ja, aber Sandwich kommt nicht mehr noch. Ja. Spätestens morgen, wenn ich es schaffe, 9 Uhr ist die Folge online. Da kannst du gucken. Morgens kommen wir. Ach nee. Okay. Nee, da schläfst du ja noch zu diesem Okay, spätestens mittags um 12 ist online. Wenn ich es schaffe. Mit so viel Pessimismus in den Runde hat man auch. Ja, kenn dich nicht.
Sind wir zu jung geworden, ein Dach hoch. Da hat eine was angeschreibt, die ganze Zeit. Wait. Ich sehe. Ja, das ist. Ein Vollidiot mit einer Vollidiotin und war ein Dach. Da nimmt sich nur Spiel. Ich hoffe mal, dass meine Tonlautstärke laut genug ist vor meinem Mikro. Aber ich lande auf alle Fälle im gelben Radius. Ja. Ich könnte mal ein bisschen höher drehen, mich ein bisschen lauter schwanzen, weil ich sollte auch den Nachbarn nicht sehen. Ich hab Nachbarn? Ja. Naja. Da kann ich dir ein paar Storys erzählen, aber die erzähle ich nicht hier. Da weiß ich ja nicht, ob die Röhre zu gucken. Vorhin darüber geredet, ne? Naja, das ist nicht die. Die, über die wir vor uns geredet haben, die hat es beide gesegnet. Ja, genau. Aber ich rede nicht über die, ich rede über eine andere. Ich sag mal so, die wohnt im näheren Umkreis. Mehr sag ich dazu nicht. Okay. Jetzt sag ich dir, dann werden wir aufgehört haben aufzunehmen. Muss mich noch mal erinnern. Ja, mach. Machen wir dann gleich danach. Da erinnerst du mich, da erzähl ich dir schnell irgendwas ganz vergessen. Kenn ich bestimmt, oder? Nee. Okay. Die will man nicht kennen. Das glaube ich dir. Was du aufnehmen könntest, wenn du Pokémon. Stimmt. Stimmt, durch den Pokémon-Hype, juhu! Philipp? Hm? Ich habe für dich noch ein anderes Spiel im Petto, was wir aufnehmen könnten, mal. Was denn? Es ist auch Minecraft, aber auf eine ganz geile Art und Weise. Okay. Dadurch, dass du mein Pokémon Go dich schon anguckst, das wird dir gefallen. Das nennt sich, Pokémon Go war cool. Yes? Gut. Hm? Das, was ich habe, nennt sich Pixelmon. Pixelmon? Ja, Pokémon in klingt Minecraft. Klingt nach Minecraft. Ja, Pokémon in Minecraft. Nein. Können wir ja mal den nächsten Tag mal eine Folge rausschmeißen. Oder? Mhm. Da kannst du dir das mal angucken. Und dann kannst du deine Meinung mal geben dazu. Na klar, bin ich dabei. Auch wenn du selber ein Teil mit der Aufnahme bist, inzwischen, hätte ich nie gedacht, dass es mal so weit kommt. Würde ich auch nicht. Ja, ich auch nicht. So schnell wird deine Hackfressen-Stimme im Internet veröffentlicht. So schnell geht's. Irgendwas muss ich ja mit der Hackfresse anrichten. Ja, alte Omis auf der Straße schuppen und vom Dach mit Ziegeln auf kleine Kinder werfen und dann ist dann langweilig, ne? Genau. Vom Dach mit Ziegeln werfen. Ist aber gut. Auf kleine Kinder werfen. Und dann sagen, ja. Ich habe keine Hobbys. Und alten Omis, die Krücke klauen. Nee, die Chips auf der Straße. In den Regen. Die Füße. Genau. Sind wir dumm, ey. Alter. Ach ja. Wo sind alte Omis denn sonst da? Wenn man sie nicht auf die Straße schubst. Für manche zum Essen kochen. Der tote Oma, ne? Das nicht. Ja, das wäre mal eine Option, aber da muss ich leider woanders hinfahren, um das zu essen. Das gibt's ja leider im Haus nicht. Geh zu meiner Mutter. Genau, geh zu Schwiegermutter, da gibt's sowas. So, schwierig haben wir noch. Wo ich mich jedes Mal frage, was mache ich eigentlich in der Küche falsch? Warum schmeckt es bei mir nicht so wie bei ihr? Das ist halt nicht die Mutti. Mutti kocht immer am besten. Das Problem ist meine Mutti. Kann die kochen? Meine? Ja. Die ist so wie ich gelernt habe. Nein. Nee. Ich war eine halbe Lüge. Ja gut, ich hab abgebrochen. Halt.
Nein, ich hab den Lehrer abgebrochen, verdammt. Aber dafür habe ich zwei Sterne in der Küche. Bäh. Du bist ein abgebrochener Besen. Du abgebrochener Besen spielst. Oh Gott, Alter. Was haben wir? Ey, komm, du. Was wurde das jetzt? Nee, stimmt. Eine andere Ex von mir ist ein Standgebläse. Die misst 1,40. Also da kannst du wirklich sagen, die braucht zum Blasen sich nicht bücken. Kannst du auch eine Katze? Ja. Mit 1,40 ist ja klein. Ja. Jetzt halte ich mal fest, die heißt in einem bestimmten Portal VW Zwerg. Und wie ist die Frau? Die heißt da VW Zwerg. Okay. Ja, VW Zwerg. Ja, Zwerg, weil sie so klein ist und VW, weil sie VW hat. Oh. Ist ja wohl logisch, oder? Ist ja wohl logisch, klingt einleuchtend. Ja. Wenn es einmal leuchtet bei dir. Hast du noch Sinn gemacht? Nee, hab schon nicht. So ist es. Back ich nicht. Aber stimmt, ich hab ja was gefahren dafür. Warte mal. Welches Honk? Kitonk hat mir. Das wird nicht. Moment, ich muss nochmal fahren gehen. Oh, ich habe eine Orchidee im Inventar. Oder ist das eine Orchidee? Nee. Oxidelie. Ja, eine Orchidee. Ja, weißt du was? Weißt du, warum die Orchidee Orchidee heißt? Weil es eine Orchidee war. Der hat mir meine Pointe geklaut. Echt, du willst das sagen oder was? Nee, weil der Arsch die Idee hatte. Ich wusste aber, dass du genau das sagen willst. Weil ich dich nur erkenne. Nee, das braucht man nicht kennen. Stopp! Jetzt komme ich mit dem Mob. Ja. Ach ja. Oh, da ist mein so, Geld fehlt. Ich würde echt sagen, das sind ja auch die ersten, die einfach im Live, selbst im Stream, ja. Oder die einfach in der Aufnahme telefonieren. Nee. Na, was denkst du, was hier Skype ist oder so? Was? Was denkst du wohl, was TS, Skype und Discord ist? Das ist letztendlich Telefonie, wir haben Stream. Das stimmt. Aber wir sind die Einzigen. Wir machen halt über Handy. Ja, wir sind die Einzigen Idioten, die es via Handy machen. Das klang irgendwie. Egal, geht doch. Das klang irgendwie ein bisschen pervers. Die ist über Handy machen. Oh Mann. Wir sind so hardcore, ja. Wir machen sowas Handy. Ja, weil dann hat der Handy Fetisch. Und das im Stream. Und mit der ganzen Welt davon erzählen. Ja, und das Geile ist auch noch, inzwischen noch kackt noch Telefonat ab. Ja, solange wir nicht so lernen wie hier bestimmte YouTuber, ist alles gut. Von welchen redest du jetzt? So Leute wie ApoRed und sowas. ApoRed. Der ist doch Blade. Solche Blade, ne? Nee, solange wir immer nicht so werden wie andere YouTuber. Ich sag nur Müllwohnung lässt grüßen. Ist alles gut. Ja? Ich sag nur Müllwohnung. Weißt du, was ich meine? Kann man das ja eigentlich nicht sagen, ja? Ne? Ja, stimmt, Hate ist scheiße. Man sieht ja in anderen Videos. Du machst genau das gleiche wie RO. Ja. Stimmt. Aber man muss sagen, wir sind teilweise wohnungstechnisch auch eine faule Sau, ne? Aber bei uns sieht immer noch was aus, was wir gehen. Und das ist schon was heißt. Ich schick dir einfach gemütlicher. Ich hab einfach gemütlicher. Nee, darum geht's nicht. Ich schick dir dann mal ein Ding. Den musst du dir mal reinziehen, dann weißt du Bescheid, was ich meine. Okay. Weißt du, das ist ein Müsstra von mir. Schick mir den nicht mal. Wollen die jetzt von uns?
einfach mal deine Erde melden. Halt dich fest, mit mir spricht gerade eine Mod. Mit mir, ja? Nee, mit mir. Da gibt's so eine Mod, die nennt sich Musecraft. Wenn du dich erstmal auf der Welt einloggst, steht da Musecraft backt einen Keks. Ach, okay. Geile Mod, du. Ich brauch's zwar nicht, aber egal. Die Mod soll das machen, was sie soll und nicht irgendwelche Scheiß lagern. Allerdings, ja. Aber nö, ja, wir sind ja modern, ne? Und wir werden uns langsam das Ende der Aufnahmesession begeben. Würde ich mal sagen. Oder? Ich wäre, ja, wäre ich auch dafür. Wir sind jetzt bei 40 Minuten angekommen. Mein Gott, wir haben zwei Folgen zusammen. Meine Gott, geht die Zeit schnell rum und wir haben noch die Raum gesprochen. Oh ja, ich mach von Dingos. Ich hab schon mit Dingos angefangen. Ja, jo. So dir. Warte mal. Ich gammle mich mal neben dir und mach mal hier Ego-Perspektive. Und sage damit, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat mir gefallen. Wenn auch nur dünnes Gelabter. Genau. Like wäre schön. Also Däumchen ist ein nee, wie war das nochmal? Däumchen ist ein Träumchen. Genau, Däumchen ist. Ja. Däumchen ist ein Träumchen. Genau. Ich zitiere mal kurz einen anderen YouTuber, und zwar einen, den ich persönlich kenne, witzigerweise. Also MC Fishman. Support ist kein Mod. Also, knallt raus die Scheiße. Und ja, da sehen wir uns das nächste Mal und damit sind wir offiziell raus. Tschüss. Tschüss. Dann ciao, Kakao.
Ciao.